Mahlzeit, kaum zu glauben, aber wahr, aber diese Klinge ist nun mein. Umbra. Und damit werde ich erstmal die Seele dieses Wildschweins da hinten aufsaugen. Das wird mir eine Freude sein, ne? Ja, Mann. Sehr gut. Seele gefangen. So lobe ich mir das. Und ich könnte ja theoretisch es auch so machen, dass ich mir immer noch später andere geile Waffen zauber, die dann halt Feuerschaden machen und so. Aber den letzten Schlag mache ich dann quasi damit, sodass ich dann so immer noch die Seelen einfangen kann. Versteht ihr? Also quasi die ganze Zeit bam, 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 bam mit irgendwas und dann schnell die 1 drücken. Zack. Hä? Soweit der Plan. Mein Pferd steht immer noch treu vorm Eingang rum da hinten. Ach komm, viel zu dunkel hier, Mann. Da können wir schon mal 10 Stündchen warten. Morgens um 7 ist eine gute Uhrzeit, um eine Ruine leer zu looten. Ich behaupte sogar, morgens um 6 reicht. Das bedeutet, ich mache jetzt Zapfenstreich hier. So, sehr gut. So, schon viel besser. Ja, klar, Federtrank müssen wir natürlich noch reinpfeifen. Ich nehme diese Folge hier gleich im Anschluss an die letzte auf. Das heißt, ich konnte jetzt natürlich noch nicht durchlesen, was ihr mir so geschrieben habt. Ob ich die Rüstung... Aber ich werde sie eh nicht tragen. Ich werde die Rüstung... Und ich habe... Kettenbeinschienen. Hä? Wieso ist das immer noch kaputt? Ich habe doch Sachen repariert beim letzten Mal. Scheinbar war ich unachtsam und habe mich alles... Ja, das hier habe ich einfach übersehen, ne? Elfenstiefel reparieren wir auch mal. So aus Spaß einfach. Wahrscheinlich war beim Kampf gegen Umbra auch schon... Oh, das Zeug muss ich echt nicht. Ist eigentlich so schon gut. Waffenschmiedfähigkeit weiter verbessern. Doch, ich könnte das Zeug einfach mal reparieren. Einfach um meine Waffenschmiedfertigkeit hochzutreiben. 7 Hämmer habe ich ja immer noch. Immer noch. Ja, ich verbrauche immer weniger Hämmer. Je besser ich daran werde, so habe ich das Gefühl. So, sehr schön. Und natürlich braucht dieses Schwert selbst auch Seelenmagie, um die Magie Seelen nehmen zu können, aufrechtzuerhalten. Das heißt, ich verwende das Schwert, um Seelen leer zu saugen, deren Kraft ich dann verwende, um die Kraft des Schwertes aufrechtzuerhalten. Ne? Dann könnte ich es auch gleich sein lassen. Nein, natürlich nicht, denn ich verwende ja die Seelensteine auch noch für andere verzauberte Gegenstände. Und deswegen passt es schon so, hoffe ich doch mal. Ne? Düm, düm, dü, dü, düm, düm. Düm, 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 düm. So viele Memes werden von dieser Musik begleitet, dass ich die kaum mehr ernst nehmen kann. Boah, geil, dass das auch rumglibbert hier. Das finde ich sehr cool. Sowas liebe ich. So, sehr schön. Das hier ist Umbras Kammer. Kerzen. Steinkrug. Können wir behalten. Brautleib. Den Handy am liebsten. Schwieriges. Macht mir gar nichts. Und ich soll nochmal irgend so einen Staub von Irrlichtern organisieren, habt ihr mir geschrieben, weil ich den scheinbar verbraucht habe, was ich nicht hätte tun sollen, weil ich scheinbar den noch für eine Quest, die kommt, brauche. Okay, das heißt, irgendwann mal wieder ein paar Irrlichter umklatschen, alles klar, jetzt schauen wir mal, was ich hier gerade an Gesellen, das Gesellen habe ich nämlich gerade gefunden. Ja, viel besser als mein bisheriges. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt kann ich noch bessere Sachen brauen. Düm, düm, dü, dü, düm, düm. Düm, 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 düm. Noch irgendwas, was Lebensenergie gibt vielleicht? Ne, wie wär's? Ne? Ich muss bald, naja gut, dann nicht. Ich muss bald mal wieder in die ewigen Flachsgründe zurückkehren. Ich glaube, Brot kann man auch direkt essen. Richtig, mir fehlt so ein bisschen Leben da unten. Und bevor es hier mein Inventar schwerer macht. Nee, tut's nicht. Okay, kann ich auch verbrauen. Na gut. Also ich kann schon direkt essen, aber es füllt mein Leben nicht auf. Von da. Na gut, dann ist halt so. Alles klar, sehr schön. Flammenloder da drin. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sonst gerade noch sagen wollte. Aber ich freue mich einfach nur, dass ich Umbra jetzt in meiner rechten Hand halte. Stark! Ja. Wie viel Ladung ist noch vorhanden? Wie schnell? Und auch hier, Äxte, alles, was ich jetzt gleich hier verkaufen kann. Das wird eine Freude, wird mir das sein. Der Dolch ist ja ganz cool. Ich behalte mal. Wiegt ja auch nur 8. Vor allem Schaden 16. Das ist einfach... so viel krasser als jede andere Nahkampfwaffe, die ich bisher hatte.
1800 Ladungen noch, naja. Ja, okay. Dann sei es so. Ja, bei diesem einen Oblivion-Tor, da habe ich ja dann tatsächlich aufgegeben neulich. Und die haben mir auch geschrieben, wäre für mich so ein Charakter wie mich, wäre es vielleicht auch klüger, sich einfach mit Unsichtbarkeitsdrang durchzuschleichen und den Siegelstein. Und das ist keine schlechte Idee, ja. Muss ich schon mal sagen. Ich glaube, das werde ich ernsthaft in Erwägung ziehen, das so zu machen. Den Loot aus irgendwelchen Sachen, Truhen und so weiter, kann ich ja dann trotzdem nehmen, weil Schleichen, ne? Nur halt irgendwelche Daedra-Herzen und so, die dann halt leider nicht, ne? Ich kann wohl kaum mit Taschendiebstahl den Gegnern ihre Herzen rausreißen. Okay, Federtränk wirkt noch ein bisschen. Dann teleportiere ich mich. So, da hinten sehe ich noch ein paar Pilze, die pflücke ich auch mal direkt. So, natürlich, dieses Schwert ist langsamer und es macht auch langsamer, wenn ich es gezogen habe. Das ist schon der Fall, aber ja, es ist schon krass dafür. Dafür ist halt krass, ja. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was bedeutet Krassheit? Ist schnell zu sein nicht auch eine Form von Krassheit? Doch, ist es, ja. Aber hier Schadens- und Seelenabsorptionstechnisch krass, in meinen Augen. So, hier haben wir noch irgendeinen Segen. Schrein. Kraft gewonnen, jawohl. Vielen Dank. Und dann mache ich Folgendes. Ich... fuck, man. Mein Schädel. Manchmal ist mein Gehirn... Ich weiß gerade nicht mehr, was ich sagen wollte. Soll ich mir Sorgen machen? Soll ich mal mich auf Alzheimer untersuchen lassen? Ich weiß es nicht mehr. Kann auch sein, dass ich die Floskel jetzt mache. Ich Folgendes einfach so dazwischen gestreut habe. Aber gut, Verstreutheit im Kopf. Wenn das so ist, renne ich jetzt hier noch einmal auf diesen schönen Hügel hoch, weil der einfach eine Augenweide darstellt. Boah, richtig schön mit Mammutbäumen hier überall. Wunderschön. Was für eine schöne Landschaft. Übrigens, wenn ihr auch schöne Landschaften sehen wollt, schaut mal auf meinem Ambiente-Kanal vorbei. Link in der Videobeschreibung, nicht zu verwechseln mit meinem Outdoor-Kanal. Es sind zwei Kanäle, aber beides unten verlinkt. Und abonniert den auch gerne. Ab 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Watchzeit kann ich Monetarisierung starten. Und das wäre natürlich geil, wenn der Kanal bald die 1000 Abonnenten voll hätte. Also wenn ihr Bock habt, abonniert den gerne. Und da mache ich ab jetzt auch, lade ich hoch, virtuelle Spaziergänge. Also mit der GoPro gefilmt, Spaziergang im Wald. Aus meiner Sicht kein Kommentar, nichts. Sondern einfach nur zum Genießen, was irgendjemand auf der Welt sich denkt, boah. Stell dir vor, einer hockt irgendwo in Tokio im Hochhaus, hat noch nie einen Wald von innen gesehen und will sich einfach reinziehen, wie jemand durch den Wald spazieren geht. Gibt's häufiger, als man denkt. Schaut gerne mal auf dem Kanal vorbei. Entweder das erste Spaziergangsvideo ist schon oben oder es kommt noch. Aber es kommt auf jeden Fall bald. Also könnt ihr gerne abonnieren. Vielen Dank an alle, die es tun. Und auch ansonsten, wenn ihr denkt, boah, können wir ja nicht einpennen. So knisterndes Feuer oder plätschernder Bach, schöne Naturgeräusche, Bach mit Vogelgezwitscher und so weiter. Findet ihr alles auf dem Kanal. Könnt ihr einfach mal auch schön entspannen, wenn ihr einfach mal Entspannung braucht. Stressiger Alltag, langweiliger Alltag, trostloser Alltag oder auch Alltag, der euch einfach Angst macht. Wenn ihr denkt, boah, wieder nur negative Nachrichten. Ich brauche Erholung, ja, dann könnt ihr die einfach im Alltag laufen lassen, so, oder? Einfach, wenn ihr ein schönes Kaminfeuer im Zimmer braucht, mein Feuervideo laufen lassen, was auch das erfolgreichste Video auf dem Kanal ist. Und wenn ihr den Sound nicht wollt und nur das Bild, könnt ihr auch einfach nur das laufen lassen, ja, und eine Mucke dazu anmachen. Ihr seht schon, so, ich zähle Millionen Möglichkeiten auf, aber auf jeden Fall gibt's halt auch viele Möglichkeiten, wie ihr den Content, den ich da produziere, genießen könnt. Und deswegen mache ich da auch gerne Werbung für, weil ich auch denke, dass es ein Content ist, der letzten Endes das Leben von dem, der es anschaut, eher besser als schlechter macht. Deswegen stehe ich da auch dazu, dass da die Werbetrommel für rühre. Okay, hier habe ich jetzt auch nochmal das ein oder andere abgesahnt. Ausgenommen die Fälle, wo ich leider nichts Nützliches finde, aber Mutterkrautzweige sah ich doch gerne ab. So, jetzt geht's ab in die Stadt. Sachen verkaufen, ab ins Hafenviertel. So, jetzt frage ich mich nur, ob bei den Sachen, die Wachen mir da wegen der Verhaftung, wegen Umbra beim letzten Mal abgenommen haben, ob da irgendwas Tolles dabei war.
Dum, dum, da, da, dum, dum. Bist du irgendwas Tolles im Sinne von... Ja. Das hätte ich eigentlich noch gebraucht, so, ja. Ich hoffe es nicht, aber vielleicht ist es auch so. Naja, okay. Slash and Smash, da verkaufe ich erstmal diese Wema-Äxte und so weiter. Was wollt ihr? Und Heilen könnte ich auch mal wieder probieren. Ich bin ganz Ohr. Guck mal, erstmal besteche ich den Hardcore. Seht ihr? War das schwer? Dafür ja. Bekommt ihr etwas. Ja, ich weiß, mega die Goldverschwendung, aber ist mir egal. Kommen wir zum Geschäft. Falschen könnte ich mal wieder machen. Nicht Heilen, Selling Items probieren mal. 58%. Mal schauen, jetzt wo er mir wohlgesonnen ist, ob das klappt. Ja, sehr gut. Dwemerdolch. Elfenstiefel. Schau mal, Rüstung nimmt er auch. Das sind leichte. Schutz 3. Meine Schutz 2. Ja, dann verkaufe ich natürlich die. Schutz 8 dieser Schild, der auch Schutz 8, dann verkaufe ich natürlich. Wobei, Feuerschild 10% auf sich selbst. Was macht und was bewirkt es nochmal? Dass die Feuer. Dass ich vor Feuer geschützt bin oder dass die Gegner Feuerschaden nehmen? Ich müsste einfach den Effekt Feuerschild, müsste ich mir einfach mal durchlesen. Boah, okay, jetzt hier diese ganzen Umbra-Sachen. Falls ich sie jemals nochmal zurückhaben will, aber schwere Rüstung werde ich nicht anziehen. Falls ich sie irgendwann mal zurückhaben will, weiß ich ja, wo ich sie finde. Das hier hätte ich für noch mehr verkaufen. Könnte ich für noch mehr verkaufen. Als 800. Aber hier ist halt 800 die Grenze bei den Burschen, ne? Ach, schau mal, der nimmt auch Seelensteine und so weiter, nimmt der auch an. Okay. Beehrt uns bald wieder. Ja, ich probier's. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt schauen wir mal kurz ins Inventar, was. Also erstmal ziehe ich Stiefels an. 1900. Hälfte davon ist 950. Naja, jetzt die 150 Goldstücke, was soll es, dann machen wir es halt so, dann verkaufen wir halt. Waffen. Ich habe was euer Herz ja, begehrt. Das, was ich dir gerade verkauft habe, Mann. So, Umbras, verkaufe halt für 800, was soll es, muss nicht so knausrig sein. Und jetzt gehe ich mal in den magischen Laden und stibitz da ein paar Seelensteine. Deswegen gehe ich auch nachts rein. Weil jetzt, wo ich dieses Seelenstein-Auflade-Schwert habe, will ich natürlich auch möglichst viele Seelensteine, die ich damit aufladen kann, haben. Doch klar. Das heißt, ich warte direkt mal. Also Inventar müsste jetzt wieder richtig schön leer sein, ja. Habe ich noch irgendeinen Ramsch rumliegen, der weg muss unbedingt? Ja. Hier, der Mörser und Stößel des Novizen. Gut, läppische 25 Gold wert, aber was soll's? Wenn ich schon hier bin, kann ich ja dann auch gleich noch ein bisschen anderen Ramsch seid erneut verkaufen. Ne? Was darf ich euch anbieten? Ich darf euch was anbieten. Und zwar den hier. Federtränke nicht. Federtrank schwach. Nicht zu vergleichen mit meinen, die ich gebraut habe. Weg damit. Lähmen. Na, das hätte ich doch auf Umbra machen können. Und dann noch Schaden Lebensenergie. Auch gleichzeitig noch. Ich habe sowas Krasses und entdecke es jetzt erst. Ma, das wäre natürlich die schnell. Boah, nein. Habe ich die nicht sogar gekauft? Bevor ich letzte... Ach, ich weiß nicht mehr. Ah, ich weiß nicht mehr, das wär's gewesen, aber egal, Hauptsache ich habe gegen Umbra gewonnen, scheiß drauf. Jetzt ist es, wie es ist, male ich nur einmal im Jahr. Beehrt uns bald. Ja, okay, ciao. So, liegen hier auch noch ein paar Seelensteine rum, ich sehe gerade keine, vielleicht auch schon. Wäre so typische Szene, wie das ich sehe keine und gerade einen mitten vorm Gesicht habe, aber egal. So, 12 PM. Ich mache natürlich 12 AM manchmal gerade. So, ist es schon die Uhrzeit, wo man sich sowas trauen kann hier? Ja, ich probier's mal.
Wird schon gepennt um diese Zeit? Keine Ahnung. Aber die Seelensteine, die ich hier absahnen kann. Ja, und dann Diebesgeld natürlich noch weiter verfolgen, ist auch klar, ja. Aber eins nach dem anderen. Erstmal jetzt hier die Seelen. Hahaha. Wow. Alter Schwede. Unbedeutender Seelenstein zwar, aber egal. Das kann ich ja dann alles mit so kleinen Seelen alles aufladen. Besser so als keine Seelensteine, versteht ihr? Wichtig ist nur, dass man mich nicht erwischt. So. Schöne Sternzeichen hier. Das Novizen, ich glaube, das habe ich alles schon in besser, glaube ich. Okay, also das ist schon mal ganz cool mit dem Seelenstein hier. Was ist das hier von Werk? Prüfung der schwarzen Künste, das nehmen wir mal mit. Weil das kann ich natürlich auch zum Hehler bringen. Und hier schauen wir mal, ob wir da auch noch ein paar Seelensteine haben. Boah, ich bin so froh, dass es kein Krampf mehr hier ist, endlich die ganzen Schlösser zu öffnen. Gefalteter Stoff kann er behalten. Danke, sehr nettes Angebot, aber können wir behalten. Wassermelonen. Ja gut. Für Alchemie, versteht ihr? Oh, und dann jetzt endlich mal die Nirnwurz abgeben auch. Auch sehr wichtig. Wassermelone. Die bewirkt nochmal Wasser, habe ich gerade gar nicht geschaut. Schaden Lebensenergie, sehr gut. Kann ich einen Schaden Lebensenergie? Gift kann ich noch brauen, ne? Geil. Spätestens seit dem Kampf gegen Umbra ist das ja das Gift schlechthin hier, ja? Aber war es ja auch schon vorher, da habe ich ja schon die ganze Zeit. Dann kann man hier auch Schadenintelligenz noch, die kann ich verkaufen. Hier irgendwelche Seelensteine vielleicht noch, nein. Aber Frostsalze, die sind auch eine Menge wert. Und Aloe Vera, sehr gut, da kann ich mir, glaube ich, Lebensenergie-Tränke draus brauen. Ich mir recht entsinne. Dim, 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 dim. So, dann schauen wir gleich mal, was da oben Sache ist. Vielleicht ist die Besitzerin gerade auch noch unterwegs, aber schauen wir mal. Bis da abends ein Heben. Gibt es eigentlich in der Welt von Elder Scrolls auch so, dass sie bei uns Sonntag? Ein Tag, an dem nicht gearbeitet wird, wo man nichts einkaufen kann im Laden. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das wäre gameplay-technisch einfach nur zu nervig. So, Äpfel, was bewirken die nochmal? Schaden Lebensenergie? Ja. Manometer, dann hätte ich gerade die anderen Sachen gar nicht verwenden sollen. Weil dadurch... Also ich hätte die einfach behalten sollen, die Zutat, die das auch bewirkt, die ich dann für was anderes verbraucht habe. Egal. Kartoffeln, die bewirken was nochmal? Ausdauer wiederherstellen. Ja, komm, brauche ich mir auch was. Jetzt habe ich die Schüssel hier auch eingesackt, wollte ich eigentlich nicht. Ach geil, Krabbenfleisch. Wie süß diese kleinen Krabbenfleischstücke sind. Die hätte ich aufgrund der Größe der Schlammkrabben viel größer eingeschätzt, aber siehst, wie die einfach winzig und klein über dem Teller schweben. Alter, was ist das denn? Unreiner Rubin. Ja, wahrscheinlich ganz gut zum Verkaufen so. Ja, noch ein paar Schmöker. Truhe. Auch nicht außer Acht lassen. So. Braune Tasse. Nein, danke. Damit kann ich arbeiten und das tue ich auch sofort. Erstmal schauen, ob ich noch weitere Lebensenergie-Gift-Sachen inzwischen wieder gefunden habe. Nein, aber ich habe immerhin weitere Lebensenergie wiederherstellen Zutaten gefunden. Ne, Rindfleisch macht das gar nicht. Ja, okay, aber andere Sachen, oder, die ich doch gefunden habe. Schinken zum Beispiel. Ja, zack.
Schön Aloe Vera Blätter und Schinken eingewickelt gerade. Stellt Lebensmittel her. Mystisches Waren. Halt, von da kam ich ja. Hier geht's weiter. Bin ich ja mal gespannt. Und wo pennt die Person? Hier, okay. Hier kann ich sogar pennen. Ich kann während. Nee. Ich dachte nur, weil das Symbol nicht rot war. Es hat mich verwirrt. Zinngefäß bleibt schön, wo es ist. Sieht ein bisschen aus wie die Bürgerkleidung in Korinnes. Ah. Trank des Chamäleons. Und wie sich gleich alles andere. Syrodidischer Weinbrand auch noch. Oh. Rezepte. Trank der Giftheilung. Mischt man Ginseng. Und so weiter. Ja, aber eigentlich kann mir es egal sein, weil ich habe ja die Zutaten der Sachen, finde ich ja so. Ah, ich war untröstlich, als du mich zurückgewiesen hast. Sag mir, was ich tun muss, um dein Herz zu erobern. Ich werde Trolle erschlagen. Oh, das habe ich schon probiert. Durch Dornen gehen oder eine Woche lang fasten, als ob man so ein Herz erobert. Woche lang nichts essen. Oh, jetzt liebe ich dich. Bitte verschließe dich mir nicht. Ich liebe dich mehr als eine Blume mit Sonne, dein reumütiger Geliebter. Ja, Mann, der Bursche tut mir natürlich leid auf der anderen Seite, aber ich glaube nicht, dass es ihn noch groß weiterbringt, solche Briefe zu verfassen. Ja, wobei, 10 jeweils. Kann ich dann, wenn ich anderen Ramsch verkaufe, kann ich das mitverkaufen? Sehr gut, und jetzt schnell nichts wie weg hier. Hauptsache war ja mal, dass ich die Seelensteine bekomme. Die habe ich jetzt. Sehr gut. Und ansonsten, Seelensteine kann man wahrscheinlich auch kaufen, gell? Und natürlich gibt es auch welche, die man auch noch bei der Magiergilde oder so abziehen kann, glaube ich. Es heißt, er habe. Was kann ich für euch tun? Nix. Rosan in ihre Rüstung. Ja, okay. Enos. Dann bringe ich jetzt mal die Nirnwurz endlich zurück. Und dann schauen wir mal, was haben wir noch für Quests? Was ist gerade aktiv? Rettungspfeil. Amosai sucht mich auf. Nachricht vom Graufuchs. Ich soll ihn im Haus mal wieder treffen. Er hat eine weitere Aufgabe für mich. Oh, geil. Nee, was laber ich? Das sind aktive Missionen. Laufende, abgeschlossene. Laufende Mission und aktive Mission. Was ist, okay, aktive ist die ausgewählte, ja, verstehe. Eine verratene Bruderschaft. Ich habe herausgefunden, dass Bradford bla 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 war ein Vampir gewesen ist. Er wurde vom Vampirjäger erschlagen, der plötzlich in der Stadt auftaucht. Die Umstände dieses Vorfalls klingen jedoch bestfalls unvollständig. Soll den Ort des Verbrechens. Das war die Sache, freiberuflicher Diebstahl. Die Pilgerfahrt. Ich habe von einem mysteriösen Prophet gehört. Egal, jetzt machen wir erstmal Knebelvertrag. Es gibt so viele Quests. So nach euren Wurzeln, das mache ich jetzt. Also. Ich bin einfach nur froh, dass ich das Schwert von, ich weiß schon nicht mehr, wie es heißt, dass ich es jetzt habe. Ich glaube, das Schwert heißt auch so, ja. Also kann ich es auch direkt sagen. Ja, ich weiß leider nicht mehr gerade, welche Stadt das war mit den Nirnwürzen. Mal so. Führt auch nicht zum Ziele. Dim, 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 dim. Cherdinal, ich weiß nicht. Also wenn ich die Stadt von innen sehe, weiß ich sofort, dass sie es ist oder nicht. Das ist sie nicht, das sehe ich sofort. Ich mache jetzt auf meine Rundreise, bis ich die Stadt gefunden habe. Eigentlich müsste es ja eine Questmarkierung geben, aber nee. Nee, hier war das auch nicht. Lea Win war es auch nicht. Seid ihr der Graf? Quatsch auch nicht. Anvil war es auch nicht. Koroll vielleicht? Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, Mann.
Hauptsache ist einfach mal, dass ich die nächste Stufe... Ah, sehr gut, Lebensenergie. Dass ich die nächste Stufe einfach mal von dem Knebelvertrag abgehakt bekomme. Dann kommt wahrscheinlich noch eine Stufe, aber dann hoffe ich, dass es sich langsam macht. Bruma ist es natürlich nicht. Das ist ja meine liebe Stadt im Norden. Tja. Skingrad bleibt nur übrig. Ja, Skingrad war es natürlich. Das erkenne ich so. Warum ist es eigentlich immer so, dass man das, was ist, als letztes erwischt? Auch wenn dieses leuchte Pinken vom. Dieses pinke Leuchten vom Schwert sehr unnatürlich deplatziert in der Welt wirkt, bin ich froh, die Klinge zu haben. Warum kommt man da immer als letztes hin? Hallo. Halt da gut drauf, hä? Ich bin Else Gotthasser. Hm. Ja, ich hasse die Götter, alle Götter. Die können mich alle mal kreuzweise. Und wenn euch das nicht passt, könnt ihr mich auch kreuzweise. Auf jeden Fall happiest person in Skingrad. Award geht an dich. So, ich kehre wieder. Ich hoffe, dass die 30 jetzt genug sind. Hey, schön euch wiederzusehen. Hey. Wenn ihr mehr über den Nierenwurz erfahren wollt. Ich denke 30 sind oder doch mehr. Wahrscheinlich kam deswegen noch keine Quest-Hinweis, weil ich in Wald, wenn ich eine Stärke Erforschung wolle, bräuchte er 30 mehr. Hier. Junge. Schau mal an hier. Hey. Ah, okay, das ist wahrscheinlich. Hier ist euer mittleres Elixier der Erforschung, wie versprochen. Verwendet es gut. Ich habe noch mehr anzubieten, wenn ihr wollt. Und das zu einem fantastischen Preis. Okay, ich habe 30 weitere gefunden. Ich sollte... Zurückkehren hab, bin ich doch gerade. Ah, ich habe das alte wahrscheinlich noch nicht abgeholt. Und jetzt kann ich sagen, hey, dass ich die alle hab. Oder ihr seid ein wahrer Meisterforscher. Ja, dass ihr tatsächlich noch 30 Stück aufgetrieben habt. Ich bin erstaunt. Ihr werdet sicher schon erraten haben, dass ich noch mehr Nierenwurz brauche, um die große Version des Elixiers der Erforschung herzustellen. 40, um genau zu sein. Viel Glück. Okay, der Und wie üblich könnt ihr euer kostenloses Elixier in 24 Stunden abholen. Ich verstehe, jetzt hier kostenloses Online-Seminar, alles klar. Dann, Dankeschön. Freut mich. Ihr seid's. Hallo. Auf jeden Fall 40, jetzt, es wird immer extremer, Mann. Wisst ihr noch, als es damals 10 waren, 10 oder 20, das waren schöne Zeiten. Kann man gar nicht mehr vergleichen mit heutzutage. Na gut. Dum 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 dum. Am liebsten würde ich jetzt einfach den Graufuchs wieder treffen. Und drum mache ich das auch. Da habe ich gerade am meisten Bock drauf. Und drum mache ich das. Ja, ab geht's. Bruma, richtig, aber. Ne, Koroll. Koroll. Bruma haben wir damals getroffen, aber jetzt nicht. Jetzt geht's nach Koroll, was auch eine sehr schöne Stadt ist, mit seinen Fachwerkhäuschen, aber viel weitläufiger. Seht ihr das? Erinnert mich entfernt, ganz entfernt so an Montera in Gothic 3, aber nur so entfernt. Jetzt hier eigentlich schon gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Nur gerade so anfangs wegen der Weitläufigkeit und hier so ein bisschen The Witcher-mäßiges. So, jetzt bete ich einfach mal zur Vorsicht am Altar, um, falls ich irgendwas habe, was mich da belastet, um das loszuwerden. Bereut eure Verbrechen, Elender. Oh. Alles klar. Was denn nun schon wieder? Da sind die Götter irgendwie nicht so happy. Was ist los? Habe ich immer noch irgendwelche Effekte, die mich belasten, von denen ihr mir da geschrieben habt? Oder was? Worum geht's? Also, die Frage war jetzt unabhängig davon. Habe ich immer noch Effekte, die mich belasten, die mir Gegner zugefügt haben, die ich durch Beten rückgängig machen? Könnte, ist jetzt eine Frage. Und die basiert aber nicht darauf, dass ich jetzt hier nicht beten konnte. Nicht, dass ich glaube, dass diese Effekte mich daran hindern, sondern ich möchte diese Effekte durch Beten entfernen, falls ich sie noch habe. Also schreibt mir gar nicht, ob ich die noch habe. Ihr könnt dann nochmal alles sehen. Also ich sehe nichts, aber wer weiß. Fahrschild. Schild, ja, aber ich weiß leider nicht mehr, was das Fahrzeug bewirkt. Auf jeden Fall, wahrscheinlich Feuerschild.
prallen sie ab und brennen, was auch immer. Jedenfalls, das will ich wissen. Und dann, wenn ja, dann würde ich gerne wissen, was verursacht jetzt die Götter, mich nicht zu mögen? Der Umstand, dass ich gerade die Seelensteine habe mitgehen lassen oder was? Aber da hat mich ja keiner erwischt. Nach dem letzten Fight gegen die Schwerterregerin, da habe ich ja für meine Strafen gezahlt. Lass den Graufuchs nicht warten. Jo, der Typ ist doch der Graufuchs, Mann. Wetten, der ist das? Ich werde es rausfinden beim nächsten Mal. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles gut euch. Danke für jeden Daumen hoch. Ciao.